auch gut. Vielleicht mal Handschuhe. Habt ihr irgendwelche Handschuhe? Ja. Supi. Dann, das wäre noch zu Ding. Eine Kappe. Ja, das werden wir dann von den Dingen holen. Oder so. So ein Helm wäre nicht schlecht. Der ist relativ günstig. Gut. Ja. Also jetzt sind wir bei Veluca. Wir haben genug Geld und genug Truppen hier in Rhodos. Wie heißen die? Rhodok, okay. Ja, gehen wir mal zu den Saraniden, um uns ein bisschen mit guten Truppen aufzustocken. Die haben sehr gute Reiter. Okay, keine Verwandtschaft. Das Dorf ist voll 18 Wegelager. Das sollte wahrscheinlich helfen, meinen, dass es, dass es keine Leute mehr im Dorf gibt. Also. Aber Verwandte habe ich da mal sicherlich nicht. Gut, dann werden wir mal angreifen und hoffen. Ach komm, warte kurz. Wartet kurz. Greifen. So. Jetzt. Ich habe schon eine Befürchtung, dass wir... Ah nein, es sind sogar Leute hier. Okay. Hätte schon gedacht, wir seien alleine. Müssen alleine kämpfen. Ja. Guter Bauer mit einer großen Axt. Wahrscheinlich ein Holzfäller. Oh, sieht nicht gerade gut aus. Nein! Nerv nicht. Gut, ja. Puh, das war schon ein bisschen Ding, als diese Reiter auf uns zukamen. Sahen schon ein bisschen schlecht aus. Das waren aber noch Bauern eigentlich. Wir sind nicht gerade stark. Sieht zwar stark aus, aber wir sind nicht gerade stark. Okay, zwei Nordrekruten sind verwundet worden. In einer heldenliedinspirierten Schlacht vertreibt ihr und eure Männer die Banditen aus dem Dorf und bringt ihnen wieder Frieden und Sicherheit. Die Dörfler haben nach diesem schweren Prüfung nur noch wenig in ihrem Besitz, aber sie bieten euch alles an, was sie finden können. Nehmt es, es steht euch zu. Weist das Angebot zurück, sie brauchen es dringender als ihr. Ihr gewinnt an Ehre, Arme und bekommt Ehre. Und jetzt, wie viel haben wir? Ah, können wir nicht schauen. Okay, gehen wir dann mal noch zurück und schauen dann, wie viel Ehre wir, wie viel Ansehen wir haben. Okay, Ehre. Berichte, Charakterbericht. Ehrenwertung 4. Okay, dann müssen wir das öfters machen. Haben wir nicht ein Buch gehabt? Wo ist jetzt dieses Buch? Haben wir... Haben wir einfach aufgehört zu lesen?
Ah, stimmt, ja, wir hatten mit zu wenig Intelligenz, genau. Okay, ihr beginnt Methode mechanischer Theoremen zu lesen. Nach ein paar Seiten findet ihr, dass ihr aus diesem Buch eine Menge lernen könnt. Ihr beschließt, es bei euch zu halten und zu lernen, zu lesen, wann immer ihr Zeit findet. Gut, wir gehen jetzt nach Scharitz. Hier haben wir ein paar Spuren. Okay, die führen jetzt da links. Hier ist eine neue Spur. Rotok ist momentan ein bisschen unterlegen. Vielleicht werden wir uns den Rotok anschließen, um sie wieder ein bisschen zu pushen, aber ja, wir sind noch zu schwach und ja, wird schwierig sein. Aber ich will einfach nicht, dass sie zu sehr verlieren hat. Können wir mal mit ihnen reden? Wo seid ihr hin? Hier. Können wir mal mit ihnen reden? Was haben die für Gefangene? Kenne ich euch? Mein Name lautet Drago Basler. Stehe zu Diensten, werter Herr. Ich bin Emir Gwandawa, Vasall vom sarantischen Sultanat und Fürst von Burg Karaf. Ich sehe, dass ihr die Banner eines Adel. Ja, das haben wir schon gesehen. Mega. Aufgaben? Nein. Aha. Lebt wohl. Und die haben auch Krieg mit irgendwelchen Leuten. Gehen wir mal nach Ain Auswadi. Morgengrauen, okay. Am Morgengrauen treffen wir uns in Aswadi. Vier Leute, gut. Und nach Scharitz. Die Schenke. Schankwirt. Wachmann Marind. Hallo, wärt ihr wohl so nett, einen Becher mit mir zu trinken? Ich habe nur noch 5 Dinare und trinke nicht gern alleine. Eure letzten 5 Dinare, was geschah mit euch? Es ist eine tragische Geschichte, mein Herr. Vor einer Weile verließ ich Geroya mit einer Handelskarawane. Warenkarawane. Ich hoffe, alles in Sargot für ein hübsches Sümmchen zu verkaufen. Aber wie es der Teufel wollte, wurden wir von einem Trupp Kergindräuber überfallen, die sich mit fast allen Pferden und Waren davon machten und den Rest meines Besitzes stahlen. Meine eigenen Karawanenwachen 2 Tage später. Und nun bin ich hier ohne Geld und Heimat. Nun, vielleicht kann ich euch Arbeit anbieten. Könnt ihr kämpfen? Nun, ich muss zugeben, dass ich kein Krieger von Beruf bin. Ich lerne schnell, ich kann reiten und weiß so einiges über Handel, Preise und so weiter. Das reicht. Gut, ich gebe mir einen Augenblick, um mich vorzubereiten. Dann bin ich bereit zum Aufbruch. Schön. Wieder ein neuer Gefährte. Rolf und ein Barde. Rolf. Seid gegrüßt, ich bin Rolf, Sohn von Rolf aus dem uralten mächtigen Haus Rolf. Nein, ehrlich? Ich habe nie vom Haus von Rolf gehört. Wahrlich? Nun, vielleicht kann ich euch Ignoranz vergeben. Unsere angestammten Ländereien sind weit weg jenseits der Berge. Wie alle Männer meiner Familie kann ich in fremdes Land, um mir einen Namen in der Waffenzunft zu machen. Bevor ich heimkehren würde, um die Verwaltung meiner Besitztümer zu übernehmen. Leider hat die Obrigkeit in diesen Ländern wenig Verständnis für den Kriegerkodex und mich stattdessen als Bandit und Brigand gebrandmarkt und einen Preis auf meinen Kopf ausgesetzt. Eine höchst unfaire Ehrenkränkung für einen Abenteuer vom Stand, wie ihr sicher zustimmen werdet.
aber ich will um jeden Preis weitere Schwierigkeiten vermeiden. Wenn ihr also von einer Truppe kämpfender Männer wisst, die mich rekrutieren würde, wäre ich euch sehr dankbar. Ich befähige solch eine Kompanie und könnte ein zusätzliches Schwert einstellen. Gut, ich freue mich darauf, eure Feinde zu vernichten. Allerdings als Ehrenmann und Baron erwarte ich eine Befehlsposition. Ich werde mich nicht wie ein gewöhnlicher Soldat behandeln lassen. Nun gut, ich wäre erfreut, euch bei uns zu haben, Baron. Als gezeichnet, bevor ihr losziehen, würdet ihr mir wohl 300 Dinare leihen. Ich musste ein Familienerbstück bei einem Fantas hier im Saritz verpfänden. Ich würde es gerne auslösen, bevor wir weiterziehen. Okay. Gut, gebt mir einen Augenblick, um mich vorzubereiten. Da bin ich bereit zum Aufbruch. Ja, wir haben genug Geld und ja, einen Krieger könnten wir noch in unseren Reihen gebrauchen. Ein Bade. Seid gegrüßt, mein nobler Herr. Was geht euch das an? Ich komponiere und schreibe Lieder für die Fürsten des Landes und ihre Frauen. Manchmal singe ich über den Krieg, manchmal über die Tugend von Königen und manchmal für das gehobene Publikum über die Tugend des Weines. Meistens aber singe ich über Liebe. Kann ich noch andere Fragen über euch beantworten? Erzählt mir über Heirat und Liebe innerhalb des Adels von Calaratia. Adlige sind ein merkwürdiges Völkchen. In Calaratia ist eine Tochter ein politisches Gut, das an einen Fürst gegeben wird, mit dem der Vater ein Bündnis schließen möchte. Trotzdem idealisieren die großen Familien dieses Landes die pure Liebe zwischen dem Mann und Frau. Und ich habe einen harten Kämpfer, ob der zum Streiterei verurteilten Liebe zwischen Sahira und Janun, dicke Tränen vergießen sehen, obwohl er selbst Pläne schmiedete, die seiner eigenen Tochter das Herz brechen würden. Väter sind natürlich anders. Einige kalratischen Noblemänner gestatten ihre Töchtern, sich ihren Männern selbst auszusuchen. Andere hingegen sind der Ansicht, ihre Töchtern auch nur geringste Wahl zu lassen, würde ihre Autorität untergraben und bestehen daher darauf, ihre Ehemänner zu bestimmen, ob es ihnen gefällt oder nicht. Die Mehrheit aber wählt einen Mittelweg. Sie möchten zwar die ausschlaggebende Entscheidungsgewalt über den Bräutigam zu haben, wägen dabei aber ihre Wünsche ihrer Töchter sehr genau ab. Aus einer glücklichen Ehe gehen beispielsweise mit größerer Wahrscheinlichkeit Erben hervor. Die Brautwerbung ist dennoch ein sinnvolles Unterfangen, ebenso wie das Wissen und die Leidenschaft, das Herz einer Dame zu erobern. Habt ihr noch andere Fragen? Oh, sind das viele Fragen. Güte. Okay. Ja, das ist alles und ein Gelage? Nein. Okay. Wir könnten hier ein paar Wachmänner rekrutieren, aber das braucht man momentan nicht. Wir könnten jetzt zu den Kanat-Kergit gehen. Das ist die falsche Seite. Hier sind sie. Wir gehen nicht durch die Wüste. Das ist ein bisschen zu langsam und demotivierend für die Truppen. Darum gehen wir hier schön ringsum. Wir könnten sowieso hier ein paar Dörfer zu ein paar Dörfer gehen. Wir bräuchten ein Lösegeld-Ding. Vermittler.